von dieser wunderschönen gebrochen rationalen Funktion mache ich mal eine Kurvendiskussion. Die Nullstelle, Zähler 0 setzen, 2x gleich 0, kommt raus, x gleich 0, erste Nullstelle. Polstelle, x minus 1 zum Quadrat gleich 0 setzen, kommt raus, x gleich 1. Das heißt, d gleich r ohne die 1 und das ist eine doppelte Polstelle. Das heißt, das ist ohne Vorzeichenwechsel. Also an der Stelle geht es entweder beides gegen Plus oder beides gegen Minus unendlich. So, wieder weg damit. Weiter geht's. Die Symmetrie finde ich witzig hier so. F von, also Symmetrie. Ich setze f von minus, nicht minus 1, sondern minus x da ein. Dann habe ich 2 mal minus x durch minus x, also so Klammern, minus 1 zum Quadrat ist gleich. Gut, oben habe ich ein minus 2x, unten habe ich ein minus x minus 1 minus x minus 1 zum Quadrat. Das ist f von minus x. Dann vergleiche ich die beiden, also die Funktion und die von minus x und stelle fest, nö, da ist überhaupt kein Zusammenhang, keine Symmetrie. Keine Symmetrie. Die Asymptoten mache ich jetzt mal. Asymptoten, so. Der Nennergrad hier, der Nennergrad ist 2, der Zählergrad ist 1, das heißt, der Nennergrad ist größer als der Zählergrad, also ist y gleich 0 oder eben die x-Achse ist die waagerechte Asymptote. Dann habe ich eine echte Polstelle. Diese Lücke kommt oben im Zähler nicht vor, ist nichts Hebbares, also x gleich 1 ist die senkrechte Asymptote. Zwei Asymptoten, fertig. Jetzt die Ableitung und Monotonie-Tabelle. Schreibt es nochmal hin. F von x gleich 2x durch x minus 1 zum Quadrat. Ich habe Natz minus Zahn. Natz minus Zahn. Wenn wir den Nenner ableiten wollen, müssen wir diesen Nenner, dieses x minus 1 zum Quadrat schreiben als x Quadrat minus 2x plus 1. Und dann ist, das ist der Nenner. Und n' ist dann 2x minus 2. Das hilft. F' von x ist gleich. Nenner mal abgeleiteter Zähler. Also x minus 1 zum Quadrat mal 2. Minus Zähler, also 2x, mal abgeleiteter Nenner, das ist das. 2x minus 2. Durch Nenner Quadrat. Das habe ich hier nicht hingeschrieben, durch n Quadrat, so. Da mache ich jetzt einfach ein x, schön, so, x minus 1 hoch 4. Gut, den Zähler kann ich hübscher machen, ja, das Binom. X Quadrat minus 2x plus 1, passt, mal 2 minus. Hier empfehle ich das auf zwei Schritte zu machen, weil wir haben da so ein Minus und hier ein Minus und das gibt ein Durcheinander. Da macht man ständig Rechenfehler. Also jetzt hier erstmal so grüne Extraklammer und das hier in Ruhe machen. Dann habe ich hier 4x² und eben minus 4x, minus 4x, das Ganze durch hoch 4. So, f' von x ist gleich 2x² minus 4. So. 4x plus 2 minus 4x² plus 4x durch irgendwas hoch 4 ist gleich Quadrat minus 2x². Dann x, oh, fällt weg. Dann plus 2 durch irgendwas hoch 4. Gut, geschafft. Im nächsten Schritt f' von x gleich 0. Es genügt ja, den Zähler 0 zu setzen, also minus 2x² plus 2 gleich 0. Hier sind wir, genau. Plus. Also
2x² gleich 2x² gleich 1x gleich plus oder minus 1. Damit habe ich zwei Nullstellen, nämlich x1 gleich 1, x2 gleich minus 1. Und dieses x1 gleich 1 ist ein bisschen gefährlich, weil das ist überhaupt nicht erlaubt. Das ist hier oben ja die Lücke. Das heißt, da haben wir keine waagrechte Asymptote. Ja, das klammern wir ein, das gibt es überhaupt nicht. Aber hier haben wir eine echte Nenner-Nullstelle. Und können jetzt die Monotonie-Tabelle machen, um rauszufinden, wie das denn ausschaut mit Min, Max und so weiter. Also x gleich minus 1 ist so eine wichtige blaue Stelle. Aber auch die Polstelle, x gleich plus 1, da könnte sich ja die Monotonie auch ändern. Und mehr Stellen gibt es hier nicht. Also das war hier f' gleich 0 und das war die Lücke. Und die gehören da rein. So. Gut. Hier habe ich jetzt minus 1 kleiner x 1, x größer 1, x kleiner minus 1. Mich interessiert f' und damit dann f. Ich weiß, hier ist die Ableitung 0 und hier gibt es nichts. Gut, ich schreibe jetzt mir nochmal mein schönes f von x. Nein, mein f' von x möchte ich wissen. Wo ist es denn? Ah, da ist es, ja. Also hier ist mein f' von x. Ich habe da unten im Nenner habe ich ein hoch 4, das ist immer positiv. Und wenn ich jetzt an der Stelle, da könnte ich jetzt zum Beispiel ein kleiner, machen wir minus 10, setze ich mal ein und das ist negativ. Ja, also minus mal minus geht plus und dann wieder minus 2, minus 20, plus 2, also negativ. Also hier bin ich minus. Dann zwischen, dann nehme ich hier, setze ich zum Beispiel mal die 0 ein. Also f' von 0, schau was rauskommt, da bin ich positiv, das ist Plus. Dann an der Stelle setze ich 10 plus 10 ein und da bin ich dann wieder negativ. Also die erste Ableitung ist negativ. Das heißt, der Graph fällt, der Graph ist flach, der Graph steigt, hier ist nichts, der Graph fällt. Gut, dann fangen wir an, das mal zu skizzieren. Wie war das mit den Nullstellen nochmal? Hier sind wir Nullstelle bei 0, genau da bin ich. Also, es gibt eine 1 und eine 1 und ein x und ein y und die eine, das war eine Asymptote und 1 war die andere Asymptote und es gab eine Nullstelle und er fällt. Ja. Und hier ist irgendwo ein Minimum. Ja. So. Er muss ja sich da annähern an die Achse. Okay? Und er fällt, geht bergab. Dann hatte ich hier Minimum und hier steigt es. Und da habe ich jetzt die Asymptote ohne Vorzeichenwechsel. Sowas geht hier nicht, weil ich ja keine Nullstelle mehr da habe. Auf der ist überhaupt nur eine zur Verfügung. Das heißt, es muss von der Asymptote zu der Asymptote ohne Nullstelle. Ja, yep. Das muss der Graph sein. Und man macht halt immer ein bisschen cheaten, nachgucken. Ui, so schaut's aus. Das ist der wirkliche Graph. Passt. Bin zufrieden. Das war die ganze Diskussion. Jo.